Das ist ein Wahlkampfbild. Was bedeutet Ihnen das Velo persönlich? Also ein Velo, oder vielleicht müsste ich sogar sagen, das Velo bedeutet mir sehr viel. Das ist mein wichtigstes Fortbewegungsmittel, so im Alltag wie in den Ferien. Ich habe ein bisschen die Philosophie, dass man für jede Gelegenheit so das geeignete Velo nehmen soll. Also in den Ferien bin ich eigentlich mehr mit dem Liegevelo da, mit der Windschutzverschallung unterwegs. Das ist ein typisches Ferienvelo, wo man einfach so kann, sanft und bequem, so wie ich jetzt da sitze, kann man durch die Landschaft gleiten. Unter welchen Bedingungen sitzen Sie auch mal in einem Auto? Ganz selten. Ich muss gestehen, ich habe zwar einen Fahrausweis, ich habe den auch mal gemacht, etwa mit 3, 24. Im Moment fahre ich so selten Auto, dass ich mir muss überlegen, gebe ich ihn ab oder mache ich einen Spezialkurs als Dweikfahrer. Also was ich so vielleicht immer vorstellen könnte in 10 Jahren, wenn ich vielleicht nicht mehr so gut mache, dass ich zum Beispiel ein Dweik fahre. Auf dem zweiten Bild benutzen Sie auch noch als Fortbewegungsmittel, das Sie zur Winterthur nicht unbedingt brauchen können. Nicht zur Winterthur, aber der Winterthur kann man das brauchen. Das ist eigentlich eine schöne Ergänzung auch zum Velofahren. Im Winter mache ich sehr gerne Skitouren. Die Philosophie ist eigentlich die gleiche. Man soll sich den Genuss selber verdienen, also der Aufstieg mit Muskelkraft. Und die Abfahrt ist nachher je nachdem, also wenn man so Pulverschnee hat wie da, dann ist das der reinste Genuss. Oder? Zeigt uns das dritte Bild wirklich, dass ein Stadtrat sein Morgenmüsli selber machen muss? Ja gut, das ist eine super Schüssel. Das war nicht nur für mich, gewesen, das Morgenmüsli. Das ist das traditionelle Quartiermüsli. Das Eichel Ackerquartier hat vor etwa 10 Jahren, glaube ich, Tradition angefangen mit einem Quartier zum Morgen, immer kurz vor der Sommerferien. Und das hat immer gut Anklang gefunden. Also ich bringe dort einfach eine super Schüssel voll Birchenmüsli mit, quasi als Gabe an meinen Quartierverein. Aber das Nastuch, das kommt nicht mit? Nein, das brauche ich nur, dass die Dekoration am Schluss sauber aussieht, selbstverständlich. Also das ist jetzt halt, es ist fast ein Schnappschuss eigentlich. Also es ist schon nicht ein Schnappschuss, weil ich nicht jeden Journalist oder jede Fotografin in meine Wohnung rein. Das ist mein Küchenboden im Hintergrund, den man noch sieht. Und es ist jetzt ein bisschen Pech, dass das Nastuch auch noch drauf ist. Welches Bild fehlt Ihnen auch in Ihrem Fotoalbum? Welches Bild fehlt mir? Es ist noch lustig. Ich habe früher sehr viele Fotos gemacht, auch auf Skitouren beispielsweise. Mehr die Berge, weniger die Leute. Und mit der Zeit ist mir die Erinnerung wichtiger als das Bild eigentlich. Ein Bild sieht zwar schon auch viel aus, aber das, was man im Herz mitnimmt, ist letztlich wichtiger. Ja, vielleicht gibt es noch ein bisschen zu wenig Bilder mit meiner Partnerin zusammen. Die habe ich ja noch nicht so lange. Oder? Das ist vielleicht ein Punkt. Ist natürlich auch so, als Stadtrat hat man sehr viel zu tun im Alltag und da gibt es weniger Chancen für solche Bilder.